Hallo und herzlich. Oh ne, hat nicht geklappt. Warte, was? Wir haben's gleich. Au! Du weißt, dass der James das drin lässt? Ja, ich weiß, es ist Absicht alles. Oh. Genau, es ist Absicht. Hallo und herzlich willkommen zu F1 2018. Oh. Ja, wir haben gewechselt. Mitten in der Saison. Und zwar nach Italien. Zeit. Ich sitze heute weiter in Singapur. Wir haben beschlossen, wir fahren die letzten Rennen in F1 2018. Ja. Yeah. Und für ja, weil sagen, weil wir den Hype, den wollen wir mitnehmen, weißt du? Genau. In 8 Wochen die, oder die Ersten sagen, Moment mal, das geht nicht. In Malaysia gibt es da nicht. Gott sei Dank. Wir haben fahren wir ja Hockenheim. Deutschland. Genau. Wir haben uns für Hockenheim entschieden. Hockenheim. Obwohl, ich wäre auch Frankreich gefahren, so ist nicht. Ja, ich auch. Ja, unter Protest. Matthias wollte das nicht. Der Strecke ist scheiße. So genau, papalapap, ich fahr jetzt raus. Erstmal das Setup geladen. Ich bin schon auf der Strecke. Keinen machst du mit. Ich werde jetzt erstmal den Kamera. The track is wet. Ich seh nichts mehr. So, und bevor ich vergesse, was wollte ich noch gesagt haben? Weiß ich nicht. Ja, wir sind jetzt gewechselt, weil ich habe das letzte Rennen in F1 2017 gewonnen. Ja, König von Malaysia. Ja, cool, es regnet. Und im letzten Rennen ist meine schöne Statistik kaputt gegangen. Ja, das hätte ich auch ziemlich angekekst, habe ich gut, glaube ich. Gut, dass er selber sagt. Oh, fuck it. Ich habe ja immer noch gedacht, dass du kurz vor Alter 4 standst, James. Boxenstopp. Nee, ganz so schlimm war es nicht. Nicht? Ich hatte zwischendurch so ein bisschen die Vibes abbekommen. Boxenstopp. Also der Gedanke war da, aber die Finger waren nicht auf der Taste, weißt du? Ach so, okay. Ich mir gedacht habe, das wäre dann doch etwas hart und arg unfair und. Außerdem wusstest du, dass der Tobi dich kurze Zeit später sehen würde im Real Life und dir dafür eine verpassen könnte. Das ich weiß, dass ich Frontwing Damage habe. Also sehe meinen Frontflügel. Ich auch nicht, aber man kann es einfach androhen. Tobi ist ein lieber, netter Mensch. Ja, ich schlag ja auch keine Menschen. Auch wenn Matthias weiß, was anderes behauptet und das anders darstellt, aber es ist. Was anders darstellt, ist einfach nur die Wahrheit. Deine war. Alter! Fahrt halt alle vorbei! Los, bevor ihr mich dreht, ihr Spacken, fahrt vorbei! So, wie der Tobi vorhin schon festgestellt hat, jedes Team hat jetzt eine eigene neue Farbe. Ich muss so fast schreien. Ich glaube, ich mach die Settings noch ein bisschen. Ja, jedes Team hat auf der Minimap eine eigene Farbe. Also der gelbe Punkt ist Renault, der blaue Punkt ist Red Bull. Der türkise ist Mercedes. Mercedes müsste der weiße sein, nein, oder? Nein, ist türkis. Echt? Ja. Dann ist der weiße sauber oder Williams? Ja, ich tippe mal auf Williams. Saubere Sache, du. Eieiei, hier im Regen, das ist... Aua. Tschüss, Flügel. Driver ahead. Oder Car? Aha. Wetterbericht. Driver behind. Wisst ihr, das ist der Vorteil, wenn man nicht alleine wohnt, sondern auch Oma noch mit im gleichen Haus wohnt, dann kommst du einfach mal rein und bringt dir Süßigkeiten vorbei. Kann man machen. Mhm. Pit this kann man aber auch lassen. Da fährt man erstmal dann gegen Pit. Die Wand, weil man irgendwie die Bremse komplett unterschätzt im Regen. Hit the slap, you bitch! Box! Ich fahr jetzt einfach rein. Ja, komm, da fahren wir doch mal rein, ist okay. Also, der Julian fährt in die Grube und sitzt in seiner Schwanzgrube dabei. So, fährt genau, Team Mercedes nochmal in die Box rein, ist auch okay. Wollte ich alles gar nicht so genau wissen. Ja. Aber ich habe jetzt hier Süßkram liegen. Nee, das war mir jetzt noch das Detail, was mir am wenigsten gegen den Strich ging. Was wolltest du nicht wissen, dass die Mercedes in die Box fährt? Nein, alles rund um das Thema Schwanzgrube. Ja, aber du sitzt doch auch in der Schwanzgrube. Da hab ich nichts mit zu tun. Habe ich auch nie gesagt. Stimmt. Aber du sitzt doch selber in der Schwanzgrube. Okay. Wow, du kannst jetzt echt mit dem Fahrer hochgucken, wenn du... Boah, Alter. Ja. Also voll runter geil, auch, ja? Wenn du bremst. Nee, das geht bei mir nicht. Ich kann nur, wenn ich Gas gebe, kann ich hochgucken.
Welche Bremse hat der runtergeguckt? Alter, was? Warum? Warum nicht? Machst du das? Weil das eigentlich die Kopfbewegungen des Fahrers sind während der Fahrt. Kann man das so wie ein Omsi ausstellen? Kann man, ja. Genau. Sofort Motion Sickness. Kann man ausstellen, tatsächlich. Macht gar nicht so eine Mühe, wir fahren einfach wieder raus. Mal gucken, was jetzt passiert. Aber weißt du, ich finde so Full Wets, finde ich ja schon wieder angenehmer zu fahren, als wenn das so Mischbedingungen wäre. Ich muss euch mal eine Sache sagen. Man kann ja jetzt inzwischen schon den Monitor bedienen, bevor die Reifen fertig eingepackt haben, ne? Finde ich voll gut. Wenn man aber sofort wieder rausfährt, nicht richtig gut, packen die den Reifen trotzdem zu Ende ein. Und wieder aus dann. Das ist, weil damit die Routine dann bekommen, Tobi. Hui! Julian, die Antwort ist jetzt gar nicht mal so beschissen, wie du gedacht hast. Das war eine ernst gemeinte Antwort. So halb. Nein, wir fahren jetzt auch mit angeknacksten Frontflügel. Sag mal, die in der Box müssen ja eh viel Routine bekommen für den ganzen Scheiß hier, damit das immer schneller geht. In dem Regen macht das, glaube ich, keinen Unterschied, Jeff. Ist das eigentlich für Regenreifen besser oder schlechter, wenn die schon nass sind? Das ist dem Regenreifen doch egal, ob er nass oder trocken ist. Kann ja sein, dass der, wenn der frisch draufgezogen und trocken ist, noch schlechter läuft oder so. Also Jeff hat mir gesagt, ich kann auch draußen fahren. Auf soften Reifen? Nein, auf meinem Flügelschaden. Tires. Fuck you. God. Ich mach jetzt ein Foto von dieser Kackliste und dann weiß ich, was ich sagen muss. Oder du merkst es dir einfach. Was so, machst du denn da, Julian? Was sind denn so die Times to Far? Ich bin 2 Minuten glatt. Driver behind, driver in front. Danke, Stroll, das war meine Runde. Box this lap. Session update. Teammate status, rival status, vehicle condition. Position update. Ich bin 2 Minuten 0 Sekunden, 8,72 gefahren. Übrigens. Was bist du gefahren? Nochmal. 2 Minuten, 8,72. Ja. Cool. Box this lap. Ist auch die Polezeit aktuell. Box this lap. Thank Box you. This lap. Ja, muss man so sagen, damit der Huso einen versteht. Bitte Hurensohn. Jetzt. Sterbefreundlichkeit. Also er hat es jetzt ausgesprochen. Ich habe nur Holunder. Ich hab Hurensohn gesagt. Ja, hör mir bitte zu. Ja, ich hab nur Huso gesagt. Das kann für so Holunder. Holunder-Sirup stehen. Ich habe Juso verstanden und gedacht, ja, das ist schon eine krasse Beleidigung, aber könnte man auch falsch verstehen. Jungsozialer. Uiuiuiui, krasse Sache, du. Hui. Die letzte Schikane, ne? Die ist echt eklig. Chili con carne. Also vor allem bei Regen. Chili con carne kann auch eklig werden, ja. Nein, Chili con carne ist voll mega. Ja, mega geil. Wenn du es 2 Wochen lang in eine pralle Sonne stellst, nicht mehr. Nee, das reicht aber, glaube ich, auch schon 2 Tage. Wenn du es scharf genug gemacht hast, dann überlebt er drauf kein Schimmel. Ja, aber ich möchte es dann trotzdem nicht mehr essen. Da hat er dann Ansprüche. Der Schulte. Der dann zu scharf, oder warum? Ja. Erstmal einpacken. Da Dingens dran. Ja, jetzt ziehst du es wieder ab. Ja, so. Jetzt kannst du wieder auspacken. Ich bin gerade an der Stelle vorbeigekommen, wo ich letztes Jahr in die Wand geworfen habe. Geworfen oder geworfen? Geworfen. Glaube ich sogar auch. Nee, das war schon im Rennen. Ja. Da hat es geregnet im Rennen. Regnet es hier im Rennen? Nee, ne? In der Voraussicht nicht. Gut. Kann das jetzt bei diesem Spiel noch nicht besonders gut einschätzen. Oh, mein Safety Car wobbelt übrigens auch. Ja, es scheint normal zu sein bei dem Spiel hier. Hui!
Ah nein, jetzt ist der Sprit leer. Oh nein. Boxenstopp. Oh nein, jetzt ist der Sprit leer. Wo bist du gerade? Irgendwo. Kurz vor der Box zum Glück. Ich fahr jetzt gleich hier unter der Tribüne durch. Tribüne. Tribüne. Kennst du nicht? Ja doch, kenn ich. Kenn ich die Tribüne. Das ist die Schwester von Turbine. Ach so, ja, genau. Und am Ende des Rennens ziehen wir ein Resimu. Ne, Resimu. Ja, sag ich ja, Resimu. Das hast du aber erfunden. Das habe ich erfunden, aber du hast jetzt die Tribüne erfunden. Also jeder erfindet mal irgendwo. Resimu aus ETS, ja. Nee, das war aus OMSI 2 Wien, habe ich da vorgestellt. Da habe ich mein Resimu gezogen. Du hast es auch in ETS schon gezogen. Ja, aber das war, glaube ich, nach OMSI 2 Wien. Echt eine entspannte Boxenanfahrt. Super, ne? Es gibt schlimmere. Das ist richtig. Mach mal hin, Leute. Entschuldigung, die müssen mich erst reinschieben. Nee, geht nicht. Aber der eine hat seinen Arm in meinem Spiegel. Das ist ungesund. Ja, ich habe mal gehört, das ist ungesund. Das ist sehr, sehr ungesund. Im Moment 10. Das ist nicht gut. Momentan 19. Da willst du dich nochmal beschweren? Also da ist jetzt gerade der Teamkollege, der. Hui! Bitte, ich dreh mich hier des Todes. Na gut, machen wir. Die ganze Zeit umher. Der leider gegenüber Red Bull nächstes Jahr oder nächste Saison illoyal wird. Oh nein! Gott sei Dank, bin ich ja nicht weg von dem Sauschlein. Ja, darum nee, kriegt nur noch ich das Rennstall. Gute Material jetzt. Richtig. Im Rest habe ich nichts zu tun hier. Boah. Wie zur empfohlenen Mischung wechseln. Ja, wechsel mal zur empfohlenen Mischung. Das ist gut. Ja, habe ich auch gemacht. Das finde ich ja geradezu gut. Ich hoffe auch, dass die Button-Anzeige noch nachträglich gepatcht wird, so wie sie in den vorherigen Teilen war. Ja, besser wär's. Weil bei mir stehen da nämlich nur Nummern. Ja, bei mir halt auch. Weil Dito. Halt wie beim G27. Halt vorher schon im 17er. Weil bei mir sind die Bilder aufgemalt, die auch auf dem Lenkrad sind. Ja, du hast doch das Premium-Lenkrad, ja. Das ist ja auch Bonzen-Abteilung hier. Lenkradtechnisch natürlich noch. Ja, auch sonst. Was heißt Student halt. Können wir das selber sagen? Studenten, weißt du, die kriegen Geld fürs Nichtstun. Ich krieg ja kein Geld fürs Nichtstun. Nee, die Studenten kriegen kein Geld fürs Nichtstun. Doch. Also ich. Ach, BAföG, ja gut. Nee, ich krieg kein BAföG. Ich arbeite für mein Geld. Nur halt während des Semesters. Aber nicht teilweise vertragt er das dann, in die Semesterferien ausklingen lässt. Ich arbeite auch für mein Geld. 40 Stunden die Woche. Behauptet er, und dann sitzt er nur am Computer. Ja. Ist auch eine Art Arbeit. Was nur eine andere du? Art Arbeit. Leute, die nur am Computer sitzen, haben das hier zusammengeschustert. Shames. Also auch alles arbeitslose Hartz-IV-Empfänger. Habe ich nie bezweifelt, aber du siehst ja, was dabei dann unter Umständen rauskommt. OMSI, Formel 1 2017, 2018. Alles Spiele, die dir Spaß machen. Richtig, die aber... Alter, ich... tendenziell alle besser sein könnten. Fress einen Besen. Möchte ich sehen, mein YouTube-Video raus. Alter, ich krieg Julian bei diesem Scheißwetter... So große Feuerball, Junge! Ich krieg bei diesem Scheißwetter keine Zeit gefahren. Ja, danke. Vielleicht solltest du langsam mal mit dem kaputten Frontflügel einfach eine Runde fahren. Ich fahr ja mit dem zumindest erstmal gemacht. Eine Runde. Es war zwar keine gute Zeit, aber es war eine Zeit. Julian, ich wäre dir sehr zu Dank verbunden, würdest du gleich auf der Geraden aus dem Weg fahren. Nee, fahr ich jetzt schon. Ah, einfach vorbei. Oder meinetwegen auch das. Eine Runde war eh im Arsch, da kann ich auch so hier vorbeilassen. Wo du mich vorbeilässt, ist mir egal.
Ich mag das nicht, wenn es regnet. Wenn es nicht schön. Da prinzipiell eigentlich noch nicht mal was gegen, aber mir fehlt halt die Übung. Man könnte einfach auch mal Zeitfahren im Regen machen, aber da müsste man ja was für tun. Oh, was ist mit Tobi los? Also ich stehe in der Box. Ist zufrieden. Nee, aber ich stehe in der Box und jetzt noch rauszufahren schafft man auch nicht mehr. Oh, cool. Stimmt. Ach, dann bin ich zufrieden aktuell, ja. Nein, jetzt ist nicht mein Sprit leer. Willkommen in meiner Welt von vorhin. Ja, aber vorhin war es nicht so schlimm, da konntest du noch mal rausfahren. Weil ich kann mir jetzt mein Qualifying quasi sparen. Box des Lab. Jeff, box this lap. Thank you. You deaf bastard. Julian! Ich kann nichts machen! Du kannst lenken! Nee, ich musste gerade Jeff beschimpfen. Oh! Hä? Hä? Oh! Shit! Das wird echt. Ich bin aber noch über die Linie gerutscht. Das habe ich gesehen. Und dann in die Bande. Habe ich ja. Das richtig gesehen, ja? Hast du richtig gesehen? Okay. Linie Bande. Ehrlich. Ich hab gehört, ich schaue dir den Rest des Qualifyings zu. Wow, die 2 Sekunden. Die restliche Sessions. Ach so, wow, okay. War geplant, bevor er noch fährt. Ja, ist er auch in die Wand gefahren? Nee. Schade. Ganz, ich find's gut, dass ich auf Wets einfach schneller bin als Matthias auf Intermediates. Ja, die ist ohne war auch übelst scheiße, weil ich habe mich mehrfach hart verschleudert, aber. Find's halt gut, dass ich einfach schneller bin als ich. Ich gar nicht so genau wissen, Matthias. Ja, du bist auf Intermediates gefahren, ja? Ja, weiß ich. Da blieb für mich keine Zeit mehr. Er schleudert sich hart ein. Hey, Level 2! Ach nee, doch nicht. Schade. Hey, Level 1. Hey, Level 2. Aber ich hab 3 von 10 gefahrene Distanz. Nee, ich nicht, logischerweise. Alter, geil. Vegas Movie Studio 13 ist im Angebot. Warum wird mir das angezeigt? Ach, ihr Kackarsch. Ja, wo bin ich bin 15. geworden mit meiner... Ist ja logisch. Aber warte mal, 1,56,2. Damit wäre ich... Oh, ich bin 18. Gut. Tatsächlich noch 3. gewesen. Nicht schlimm, ich bin noch drin. Die haben wieder alle ihre Intermediate-Zeiten noch zurecht gecheatet bekommen. Ja, das war wieder super schon. Du bist auch Intermediate gefahren. Ich hätte schon gedacht, ich komme mit meinen Wets nicht durch, aber ich bin 13. Ja, reicht. Das ist Tobi und wärst du 2 Sekunden schneller gewesen, wärst du auch 3. gewesen. Ja, so. Alles gut, ich darf fahren. Ja, guck mal, ist trocken. Hm. Jetzt, wo man es braucht. Der ist es aktiviert. Jetzt, wo man es braucht. Klingt schön, ne? Ja, wunderschön. Ding, 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 ding. Weil ich noch gar nicht... Was hast du gerade gesagt? Ich bin in der Box. Entschuldigung, aber bei dem Spiel steht immer Tobi Eye-Tracking. 61, Tobi. Ich fahr 12, vielleicht. Mal gucken. Boah, die Stadt sieht aber schon geil aus in der Nacht, muss man ja sagen. Ich versuche 61 Runden zu fahren. Ich auch. Rate ja, übrigens, wer die Strecke gebaut hat. Ja, deine Tilke. Mutter. Eine der Antworten war richtig. Ding, 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 ding. Ja, deine Mutter war's. Deine Mutter wird's. Nein, wir fahren jetzt noch nicht Hotlap hier. Oh, Tobi ist rausgefahren. Tobi, sie ist positiv. Du kannst im schlechtesten Fall nur noch 14. werden. Das Safety Car wobbelt. Safety Car ist wobbling. Da hat der Beiländer wieder Spaß drin. Kippelt irgendwie auf der, müsste die Y-Achse sein, oder?
ist es die Kommt drauf an, kippelt's nach oben? Kommt drauf an, wie du deine Achse nennst. Es kippelt rechts, links. Rechts, links, ja, das könnte das entweder könnte die X- Y oder auch sein, die Y-Achse ja. sein. Wie gesagt, kommt drauf an, wie du deine Achsen nennst. X1 bis 3. Genau, ja, richtig. So nenne ich meine Achsen. Echt jetzt? Da sind wir wieder so typisch Mathematiker. Ja, ich brauche halt aber ab und zu mal N-Achsen, da kommst du mit Buchstaben nicht mehr weiter. Ach, also, das ist ja genug. Du musst nur früher anfangen. Ja. Ja, man kennt das. So. Was mach ich denn jetzt, wenn ich mal zufällig 148 Buchstaben brauche, Tobi? Wie benenne ich denn dann meine Achsen? Pass auf, Matthias, dann nimmst du das Arabische, das Kyrillische, das Griechische. Wollte ich auch gerade sagen, das Chinesische. Und noch und das Hebräische und das Chinesische und das Japanische Alphabet. Dann hast du bestimmt 148 Buchstaben. Definitiv. Das ist richtig, wobei ich allerdings bei der Hälfte nicht weiß, wie ich das ausspreche. Warum schreist du denn so? Weil die Wand näher kam. Ich hole was zu essen. Bis gleich. Ja! Ich guck mir mal das zu. Vettel! Oder wie wir im Robot sagen, Vettel! Vettel. Aber ich sag immer Vettel, um dem James zu ärgern. Genau wie ich Witten sage. Siehst du, und ich höre schon längst nicht mehr zu, wenn du das sagst. Ja, aber du hast mir gerade trotzdem irgendwie zugehört. Kann ich auf trocken fahren? Seht ihr das? Komm, Tobi, jetzt gib dir eine Runde Mühe. Warte. So. Oh, das Riesenrad sieht cool aus, beinahe. So nicht, Tobi, so nicht. Der Mercedes klingt interessant. Ja. Hör dir mal den Ferrari von Vettel an, der klingt noch interessanter. Der Ferrari. Der klingt in echt aber wirklich so. Ja, mag sein, aber ich finde, der klingt komisch beim Bremsen und beim... Außerdem hörst du da den Turbo raus, das ist ja richtig geil. Ja, das ist cool. Dagegen sage ich auch nichts. Ich finde nur, der klingt komisch beim Bremsen. Ja, aber der pupst wirklich beim Bremsen so, beim Runterschalten. Macht nicht besser. Ich kann meine Präferenzen wieder so einstellen, wie ich das früher hatte. War Hülkenberg im 17er so gut? Was? In was war der? Im 17er. F1 2017 war der so gut. Ging. Weil Hülkenberg hat gerade die beste Zeit hier. Ja, weil die ganz Guten alle noch nicht gefahren sind. Ferrari sind noch nicht gefahren. Ah, jetzt hat Vettel ihn überholt. Die Red Bull sind beide schon raus. Ja, der Vettel hat ihn jetzt überholt. Der Raikön. Einer war halt zu langsam und der andere war halt zu blöd. Letzterer kommt gerade wieder. Nee, der zu blöd war. Du mich auch, Tobi. War nee, nicht, der war zu nicht blöd, der ist nicht anwesend. Ja, jetzt auf jeden Fall. Sag mal, hast du heute irgendwas falsches gefrühstückt oder was los? Ihr shootet doch eh gegenseitig gegeneinander. Tobi, für dich zur Info, zu blöd war ich. Ja, stimmt. Ja, aber es ist das erstmal Matthias. So. Matthias ist Hashtag zu langsam. Ich stimmt heute wirklich. Bin nicht langsam. Ich bin Groot. Ui.
die fahre ich immer so. Vernünftig. Oh, jetzt fährt er in die Box. Nee, ich fahre mit 1,4 Runden Benzin noch eine Runde. Ich meine der Vettel. Achso. Meint er auch deine Zeit gerade, nicht dass du die Kurve immer so fährst, ne? Weil Tobi 42 ist jetzt echt. Ja, obwohl du fährst auf Soft, na gut, dann ist okay. Oh Gott, was trinken nachschütten. Auf Soft ist 1,42 ja okay. Dann habe ich nichts gesagt. Weiß auch nicht, ob das reicht. Sollte. Ja, was sollte. Kommt denn noch? Eriksson, Hartley, Sirotkin, Grosjean, Alonso, Van Dorn. Damit das dann noch 5 vor dir kommen. Und dich? Nee. Selbst wenn, teilt sollte unser Schicksal. Ja, stimmt. Julian vom letzten, Matthias von 18, ich von 15. Wir sind zwischen uns ungefähr 2 Autos. Also im Durchschnitt tatsächlich 2,5. Oh, die Kamera ist geil. Hatte gerade so eine Bodenkamera. Du meinst, die vorne am Frontflügel dran kleben, ne? Nee. Achso, ich muss euch auch sagen, dass mein Frontflügel vorne rechts orange ist. Ja, sehe ich. Ach, das siehst du, okay. Ja, ich sehe das, weil ich in der Übertragungskamera weil das natürlich auch zu der Zeit beiträgt, die ein bisschen... Ach so, ja. Don't panic. Ja, Tobi, ich sehe das tatsächlich, weil ich halt in der Streckenkamera... Das war zu schnell, ich wollte aber nicht mehr bremsen. Was? Ja, hier ist ja nur egal. Ich gucke in Streckenkamera. Ah. Weil ich gucke, ob Performance gut. Kann man in der Kamera immer gut testen, ja. Hervorragend. Das Spiel sieht schon gut aus, ne? Absolut. Also andere hätte ich jetzt auch als Humbug abgetan. Guck mal. Jetzt gibt der schon wieder die Session auf, wenn ich gerade eine Einstellung ändern will. Nee, du kannst doch nicht warten, bis ich in die Box fahre und dann die Session die Einstellung ändern. Das kann doch nicht klappen. So, ich bin 0 Kilometer gefahren. Wahnsinn. Oh, bei mir lädt er noch. Zum XP bekommen. Ja, 500. So, na, dann... guck mal, 9. Machen wir mal weiter. Ja. Alle anderen auf Hypersoft. Soft. Hyper, hyper. Einfach mal reinscheißen. Hyper, hyper. Ich kenne aber niemanden, der reinscheißt. Ja, ist auch ein komischer Name. Ja, wirklich. Michael Reinsch. Wer wird auch sowas irgendwie so nennen? Stell dir mal vor, Bönsch, das kannst du nicht sagen. Aber es schmeckt ja trotzdem gut, muss man ja sagen. Ja, es ist ja durchaus trinkbar. Better than. Jetzt pass auf, was du sagst. So, Tobi, dann hau raus deine Runde. Ja, warte. Oh, ich war heute ja im Getränkemarkt, ich habe mir Tannenzäpfle geholt. Wie ihm das jetzt angetan hat, das Bier. Er ist auch gut. Oh, das Safety Car wobbelt immer noch durch die Gegend. Ist seine Täpfle. Ach ja. Der Brendon, der fährt auch. Was war das denn vom Ferrari? Ich hab hier richtig geil. Ich bin schon auf der Straße, da macht meiner eine Vollbremse und dann zieht der Ferrari einfach vor mir rein. Oh, Saft. Der Saft. Saft. Wobbel, 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 wobbel. Hey, sechsmal Saft. Alter, was macht der Mailänder da drin? Meinst du, der sitzt da jetzt drin? Wäre gut, ich muss sagen. Wie ist das eigentlich? Sitzt der denn das ganze Rennen über da drin? Ja, tut er. Wäre gut, ne? Weil er muss ja jederzeit sofort rausfahren.
Wäre scheiße, wenn er dann erst aus der Kamera, aus der Bude hinten rauskommt, mit einem Kaffee in der Hand. Scheiße, scheiße! Und dann so mit der Klorolle in der Hand. Scheiße, ich hab ja, genau. Sitzt auf dem Bot, kriegt einen Funkspruch. Boah, Safety Car. Ja, ich bin hier noch nicht fertig. Moment! Mach's doch mal kurz virtuell, ich komme in einer Minute. Muss allerdings zugeben. Bei mir rotiert das Safety Car, das kräftig die ganze Zeit in den Boden. Ja, dann fahr halt. Ja. Allerdings, ich muss gerade mal sagen, ich habe gerade mal kurz beim Toro Rosso in die TV-Kamera geschaltet. So schlecht klingt der Honda gar nicht. Ich finde das Safety Car eine schräge Sache. Geht, ne? Tobi, du hast übrigens die falsche Nummer. Ja, aber die 10 die war nicht mehr verfügbar. Ja, richtig, die fährt nämlich der Hartley. Ach so. Ich habe die 25. Immer noch. Ich hab die 69. Deswegen passt das bei mir leider nicht. Warum gibt's eigentlich diese komischen, blöden, beschießenden Namen, wenn der die eh nicht spricht, der Jeff? Wird er tun, er wird dann sagen, so nach dem Motto, Er wird dir dann nicht sagen, dein Teamkollege ist in der Box. Richtig, sondern Bergdoktor ist da. Ja, eben. Ja, oder in meinem Fall Pfeiffer. Bergdoktor. Der Bergdoktor ist in der Box. Er wird dann quasi sagen, wenn Matthias in die Box geht, the Professor is spitting oder so. Finde ich ja super geil, dass man das für diesen einen Satz wieder implementiert hat. Das war bei dir wird er dann sowas sagen wie Pfeiffer is spitting. Ja, aber wenn du dann zum Beispiel, also es dient auch dazu, wenn du so sagst, Status Teamkollege, dann kommt halt nicht mehr irgendwie sowas wie Daniel ist, sondern, ne? Oder he is. Ja, ja, genau. Sagt immer he is. Das ist so ein kleines Feature. Ja, ich finde das Detail. Es Julian, ist so ein Mini-Feature. Julian, weißt du, es war bis zum 2014er war es noch drin. Weißt du, wie viel Wert für dann mich dieses Feature weg hat? Ja, James? Und ich finde es toll, dass es jetzt wieder da ist. James, ich mach mal einen Vergleich für dich, ja? Ja, aber dieses Feature ist für mich wie der Schattenwurf bei Kopfsteinpflaster bei Lotus. Ja, aber das ist auch ein nettes, kleines Detail. Aber richtig. Das kostet nicht so viel Performance wie ein Schattenwurf. Schattenwurf, wenn du vorberechnest, geht der auch. So ein Schattenwurf. Ja, bei Lotus darfst du mich auch nichts fragen, da habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Tobi scheint ein gutes Setup gefunden zu haben. Ja, ich würde auch sagen, mein Setup ist gleich auch nicht scheiße, nur es war halt irgendwie nicht mehr so ganz für Wets ausgelegt. Obwohl der Flügel relativ hoch steht. Siehst du, und ich habe eher das Gefühl, so. Meins ist für Wets ausgelegt. Ja, wir sehen das ja gleich. Meins ist nicht das. Und ich muss dazu sagen, ich habe die KI 5 Stufen weiter runtergestellt, als wir das im 17er hatten. Die ist nur auf 80. Ja, das ist ja auch zum Kalibrieren wahrscheinlich beim letzten Mal. Weil ich mir so dachte, ich habe mal irgendwo ein Video entnehmen können, die KI soll schneller geworden sein, dann stellt sie mal nicht gleich ganz so hoch. Aber Tobi kann mithalten, dann geht's. Oh, der Tobi das kann nicht. Ja, Tobi ist halt ein ganz guter Maßstab. Mein schnellstes Auto, erfahrener Fahrer. Mercedes-Benz ist immer der Maßstab. Auch was Omnibus sein. Ich bin noch gerade am überlegen, welches ist. Also, da sind ja drei Balken. Welches davon ist Sprit, welches davon ist Batterie und welches davon ist. Na, Batterie ist das untere. In der das Mitte Blaue. Ist. Ja, und was ist E und was ist S? S ist Sprit. Nee, das wird bei Tobi nämlich gerade voller. Tobis Sprit wird voller. So. Das ist der Trick an dem Auto. Genau. Ich glaube, der Sprit ist der. Ist doch vielleicht. Der Cheat von Mercedes. Genau. Partymodus. Partymodus. Ja, noch einen geheimen Reservetank, von dem noch keiner gefunden hat bisher. Nee, den nehmen sich dann ein paar Carbonteile, schmelzen die schnell um. Ich glaube, S ist der Batteriefüllstand, der dann nochmal in Prozenten in der Mitte angezeigt wird. Mhm, das könnte hinkommen. Und E ist. Keine Ahnung. Bit wird nicht mehr angezeigt. Kerl heißt echt Stoffel? Ja. Das ist
ein ziemlich bescheuerter Name. Hattest du denn? Holländer halt, ne? Nein, Belgier. Ja, ist halt gleich in Grün. Nein, das ist ein Opel. Das ist richtig. Also Stoffelein Opel. Okay, da kann ich kann damit leben. Was merkt man da gerade wieder? Der Ferrari ist wieder schön schnell. Ja, das ist auch das schnellste Auto im Moment. Tatsache, es ist das beste Auto diese Saison. Echt? Ja. Ja, die haben ja auch ein paar Tricks drin. Ein paar kleine. Ja, die haben ja auch immer, wie ich letztens gelernt habe, 50.000 Euro mehr zur Verfügung. 50.000? Ja, ich habe gelernt, dass die immer rumweinen und deswegen von der Formel 1 Geld bekommen, nur damit sie nächste Saison wieder mitfahren. Ja, das ist noch aus der Ecclestone-Ära. Ja, weil Ferrari das dienstälteste Werksteam seit 1950 ist. Von Anfang an dabei. Und deswegen... Die drohen halt immer einfach zu sagen, wir fahren nächste Saison nicht mit und dann kriegen sie keinen... Ja, und das ist eben noch ein Relikt aus der Ecclestone-Ära. Da sind sie im Moment dran, das eigentlich abbauen zu wollen, aber... Weil es auch irgendwo asozial ist. Und ist es. Unfair. Ja, das ist das... Weil 50.000 Euro mehr sind 50.000 Euro, die du einfach sind aber, mehr in der Entwicklung nicht, sind, stecken kannst. Sind aber nicht nur 1.000. Ja, das sind wahrscheinlich eher 50 Millionen. Ja. Ja. Oder 50... Ja, komm, 50 Millionen... Oh! Kaputt. 50 Millionen Euro sind halt schon... Ja, irgendwie... Wiederholung ist, glaube ich, eine gute Sache. Tobi hat's kaputt gemacht. Tobi hat's kaputt gemacht. So wird's mit dem Rennen gehen. So, Interviews. Also hey, Tobi, ich guck grad noch Tobi, du bist dann Zehnter, ne? Lalalala. Ja, ja, alles gut. Glaube ich. Also müsste eigentlich. Banana, nee. Banana, nee. Ach, du darfst deine Position mal. Ja gut, dann. Ich hab schon Zeiten gefahren und ich darf die Position Machen wir die Interviews auf die Schnelle. Julian. Ja. Jo. Erzähl, wie war's und was erhoffst du dir? Scheiße gelaufen, schau mal, was wird. Kann ich nicht sagen. Was erhoffst du dir? Ja, schau mal, was wird. Also, hallo, also ich habe mir sagen, sind drin. Ja, ich habe mir sagen lassen, die Strecke ist etwas komplizierter. Noch Punkte dazu sind drin. Wir jetzt mit neuen Autos unterwegs. Dadurch, du fährst fucking Mercedes. Punkte sind drin. Müssen wir schauen, was wird. Ob ich meine Konsistenz behalten kann. Ja, ich hoffe, du verflüssigst nicht. Ja, ich verflüssige mich vielleicht während des Rennens. Dann, Herr Schulte. Ja, also ich hatte halt nach der Runde auf Intermediates eigentlich das Gefühl, dass es reicht, habe aber dabei irgendwie nicht bedacht, dass ja auch noch andere mit Intermediates eine Zeit setzen könnten. Im Rückblick wäre es wahrscheinlich besser gewesen, einfach nur eine schnelle Runde hinten dran zu hängen, dann wäre es wahrscheinlich besser gelaufen. Ja, so müssen wir jetzt aus der Situation irgendwie noch das Beste machen. Und dann schauen wir einfach mal, dass wir möglichst weit nach vorne gucken. Ich denke mal, so ein, zwei Pünktchen werden noch drin sein, wenn wir denn ankommen. Gut. So, Herr Kotei. Mhm. Was passiert? Wie lief's? Warum? Was ist drin? Ja, drittschnellste Zeit in der Quali gefahren eigentlich. Ja. Im Q3. Q1, Entschuldigung. Q2. Q1. Nee, Q1. Ist der Q2 nicht noch mitgefahren? Nein. Oh. Ja, dann auf die Stadtzielgerade raus in diesem leichten Linksknick leider das Auto verloren. Ich war nur zu geizig zu bremsen. Das kenne ich von der Strecke. Und hab mir gedacht, gut, du schlitterst jetzt einfach da drüber, du fängst das Auto danach schon irgendwie wieder. Hat nicht geklappt, hat Bumm gemacht. Ja gut, Platz 15, ich lebe damit. Punkte sind drin. Daumen schön, mal, danke. Spaß, viel Erfolg. Dankeschön. Tobi. Ja. Erzähl. Ja, was passiert? Also, eigentlich optimal gelaufen bis zum Mitte vom Q3 ist alles nach Plan gelaufen. Ich hätte vielleicht nochmal eher die Reifen wechseln sollen, um dann noch in den letzten Versuch die Ferrari zu knacken, zu starten. Aber so ist es leider passiert, dass mir das Auto dann doch in der Wand zerschellt ist. Dritter Platz hinter den beiden Ferrari muss ich mit leben. Natürlich ist trotzdem der Sieg das Ziel. Aber ja, es ist schwer auf der Strecke. Ja, dann vielen Dank fürs Interview und euch allen viel Erfolg fürs Rennen. Danke sehr, gleichfalls. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wir sehen uns morgen im Rennen wieder. Korrekt. Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Tschüss.